Rekord bei der mehrtägigen Versteigerung des Rockefeller-Nachlasses bei Christie's in New York. Am Donnerstag stand die Auktion schon bei einem Erlös von rund 830 Millionen US-Dollar. Und damit ist sie bereits jetzt die teuerste Versteigerung einer Privatkollektion in der Geschichte. 1500 Gegenstände aus dem Nachlass des verstorbenen Milliardärs David Rockefeller und seiner Frau Peggy kamen unter den Hammer. David Rockefeller war der letzte Enkel des Ölmagnaten John D. Rockefeller. David verstarb 2017 mit über 100 Jahren an Herzversagen. Besondere Aufmerksamkeit bekam bei der Auktion unter anderem das Gemälde »Junges Mädchen mit Blumenkorb« von Pablo Picasso mit einem finalen Preis von 115 Millionen US-Dollar sowie Claude Monets »Seerosenbild« mit 85 Millionen US-Dollar. Der Erlös der Versteigerung bei Christie's soll dem Willen der Rockefellers nach gespendet werden, unter anderem an das Kunstmuseum MoMA und die Harvard University.